Herzlich willkommen zur vierten Folge der Blauen Woche des 43. Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Wir haben in der Blauen Woche bisher an jedem Tag Ihnen ein Programm vorgestellt. Das ist der Plan dahinter, dass wir in den 6 Tagen vor dem Festival Ihnen die Filme und die Macher dahinter und das Team dahinter auch gerne vorstellen möchten. Nun haben wir noch 3 Tage bis zum Festivalbeginn und werden uns heute mit dem mittellangen Film beschäftigen, mit dem Wettbewerb mittellanger Film. Und dazu möchte ich begrüßen meine Kollegin Andrea Schwemmer. Hallo Andrea, in Berlin. Hallo Sven. Grüß dich. Hallo. Andrea, du bist schon, hast schon einige Filmfestival-Max-Ophüls-Preise geprägt. Du bist als Moderatorin tätig, du bist vor allem in der Auswahl des mittellangen Films schon eine Weile dabei und betreust auch die Juryauswahl. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, du bist von Hause aus Schauspielerin zum Beispiel, was so dein Background ist und auch deine Verbindung zum Ophüls. Also ich habe Schauspiel studiert in Berlin und New York und habe aber auch Theater- und Filmwissenschaft studiert in Erlangen und Berlin und habe eine Zeit lang als Schauspielerin ganz aktiv gearbeitet und bin jetzt aber mehr in die Kurationsschiene, in die Coachingschiene und auch seit neuestem in die Verleiherschiene gerutscht und das macht mir sehr viel Spaß. Ich arbeite einfach gerne mit neuen Talenten, also mit jungen FilmemacherInnen und mir macht es Spaß, Qualität und Talent zu entdecken, um ehrlich zu sein. Bist du zum Beispiel auch in Berlin beim Interfilmfestival aktiv, richtig? Ja, da bin ich als Kuratorin aktiv und auch seit August letzten Jahres eben im Verleih. Und deswegen bin ich auch gerne auf die kurz- und mittellanger Filme beim Filmfestival Ophüls-Preis, weil vielleicht entdeckt man ja neue tolle Sachen. Ja, das ist eben eines der wunderbaren Dinge an diesem mittellangen Film, der ja eigentlich landläufig sozusagen erstmal nicht so, also der mittellange Film ist ein Begriff, den man jetzt sozusagen, wenn man als Kinogänger, wenn man nicht so in dieser Filmwelt ständig unterwegs ist, wahrscheinlich würde man sich erstmal fragen, was genau ist das denn? Dabei ist es ja ein unglaublich tolles Format, was sehr viel möglich macht, was sehr viel in uns öffnen kann und was auch nicht so oft ein Forum hat, beim Max-Ophüls-Preis aber eben schon. Vielleicht kannst du uns kurz so die Kriterien erklären, wie wir das hier sehen, was ein mittellanger Film ist und wenn das geht, ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber so ein bisschen beschreiben, was tendenziell eher bei mittellangen Filmen, vielleicht dramaturgisch, thematisch, so die Schwerpunkte sind oder was dieses Korsett, was positiv gemeint, für Filme möglich machen kann. Also bei Filmfestival Max-Ophüls-Preis ist der mittellange Film angesetzt zwischen 25 und 65 Minuten. Das ist eine sehr große zeitliche Breite, finde ich, aber total angebracht. Und ich finde, den mittellanger Film macht eben aus, dass man mehr Zeit hat, um bestimmte Dinge, die man als Regisseurin erzählen möchte, zu entwickeln. Sei es einfach ein Fokus auf einen bestimmten Plot zwischen zwei Darstellern oder bestimmte Bildsprache oder einfach eine Geschichte in ihren stilistischen Elementen vielleicht auch mehr zu beleuchten, minimale Momente mehr herauszuholen, als jetzt zum Beispiel im Kurzfilm. Und da kann der mittellange Film sich schon erlauben, so ein bisschen extrovertiert und in andere Gefilde abzudriften und sich die Zeit zu nehmen, eben auszuschweifen. Und das finde ich sehr schön, weil es damit den RegisseurInnen die Möglichkeit gibt, sich mehr auszuprobieren. Das, was du jetzt Korsett nennst, im positiven Sinne, finde ich, ist beim mittellanger Film eben sehr schön ausgedehnt und gibt ganz viel Raum, um die persönliche Erzählstruktur und Kreativität wiederzuspiegeln. Und nun ist es ja in Teilen eben auch ein Format, was oft von Hochschulen kommt, einfach weil da quasi die Situation so ist, dass man quasi einen längeren Film als einen Kurzfilm machen kann, aber sich eben eher in diese Form wagt, was ja wunderbar ist. Kannst du uns vielleicht mal noch mal mitnehmen in die Einreichsituation? Wie viele waren es so und vor allem waren es eher Hochschulfilme, waren es auch eher freiere Produktionen? Und wie viele Einreichungen hatten wir vielleicht auch verglichen mit den letzten Jahren oder Jahr? Also die letzten 3 Jahre inklusive dieses Jahr für die Edition 2022 waren ziemlich gleich. Es waren 90 bis 97 Filme. Und wo es tatsächlich wesentlich mehr war, war 2019 und zwar da waren 115 Einreichungen. Aber sonst die letzten 3 Jahre blieb es jetzt bei 90 Filmen. Und ich würde sagen 60% Hochschulen und 40% freie Produktionen, die eingereicht sind oder eingereicht wurden. Und die Auswahl ist dieses Jahr tatsächlich auch
bei ungefähr 60-40. Freie Produktion 40% und 60% Filmhochschulen. Oft gibt es ja auch da noch Austausch oder Fragen, also bei Kurzfilm oder mittellangem Film, weil wir eben nicht so strikt auf 25,0 Minuten gehen, sondern weil man eben oft auch sagen kann, das hat was mit der Erzählweise zu tun, dass es vielleicht eher in dem Kurzfilmprogramm besser aufgehoben ist als im mittellangen Film. Ne? Ja, also die Grenze ist fließend zwischen kurz und lang und mittellanger Film und wir schieben auch teilweise 25 bis 30 Minuten eben hin und her, damit wir KuratorInnen da einen Blick drauf haben und dann entscheiden, wo passt besser hin. Es ist tatsächlich ein dramaturgischer Unterschied. Ich finde, der Kurzfilm findet meistens mit einem Twist am Ende des Plots ein Ende und der mittellange Film macht den Bogen einfach viel weiter auf als der Kurzfilm im dramaturgischen Erzählen. Ja, und kann dann auch oft viel besser sozusagen porträtieren oder die schauspielerischen, man kann sich oft sehr viel sinnlicher auch oder sehr viel genauer mit Figurenzeichnungen beschäftigen, finde ich, weil man einfach diesen Raum gut nutzt, wenn es denn gelingt. Hm. Gut, dann kommen wir mal zum Programm. Wir haben 11 Filme ausgesucht, die wir in 4 Programme aufgeteilt haben und werden jetzt über die einzelnen Programme sprechen und dazu immer vorher ein paar Ausschnitte sehen. Und jetzt würde ich gerne anmoderieren die ersten Ausschnitte vom ersten Programm. Aber das ist eine Lüge. Sie hat nicht mit dir geküsst, sondern mit jemand anderem. Aber das weißt du ja schon. Wieso? Weil du bist kein Amerikaner, Oder. Und du bist kein Österreicher, Oder. Hör auf zu versuchen, wie ein Österreicher zu sprechen. Du bist ein Araber. Schau dich selbst an. Aber man sagt hier, es gibt gute Ausländer und es gibt schlechte Ausländer. Warum glaubt ihr denn, wollte diese Frau mit viel rausgehen? Warum? Weil sie gedacht hat, du bist ein guter Ausländer. Ja und? Aber ich bin ein guter Mensch. Scheißegal, Oida. Ja, ich habe hier gerade voll den schönen Ort und möchte euch mal auf den aktuellen Stand meiner heute wirklich sehr produktiven Phase bringen. Ich habe mich jetzt endlich mir ein bisschen Gedanken über die Struktur gemacht. Ja, genau. Es läuft super. Und immer ein bisschen relaxed bleiben. Und auch wenn man in die Abgründe versinkt, sollte man sie annehmen. Und diese Abgründe, und wenn man es nicht schafft, nicht schaffen kann, das sind die besten, das ist der fruchtbarste Boden für die Kreativität. Aber ich muss es ja schaffen. Ja, aber dieser Druck, es nicht schaffen zu können, diese Leere, das bringt euch weiter, das sage ich euch. Das bringt mich ja gerade nicht weiter. Das glaubst du, das musst du dich, aber man muss sich trauen, in diese Leere zu gehen. Man muss sich trauen, nicht zu fühlen. Und danach aus diesem Ding wieder gestärkt wieder rauszugehen. Also ab und zu Party feiern. Auch vor allem Konzentration und einen ruhigen Ort und nicht so viel Ablenkung. In diesem ersten Programm mit Never Inland und Me, Myself, Andy, das ist schon sehr spannend, weil das eigentlich zwei Filme sind, die unterschiedlich wirken auf den ersten Blick, aber beide sehr ähnlich mit so der Wahrnehmung der Figuren spielen, und zwar mit dem Rollenspielen sozusagen, mit dem, was man ist und was schon so systemisch, welche Rolle hat man in der Gesellschaft, welche spielt man und wie macht man das dann filmisch und erzählerisch. Bei Never Inland sind es Asylbewerberinnen, Asylsuchende, die quasi Rollen spielen, aber auch ihr eigenes Leben darstellen. Und das wird dann für mich fast schon eine ganz tolle Art des Empowerments, weil die Geschichten quasi bei denen bleiben, denen sie gehören, sozusagen. Und man merkt ihnen an, dass sie Freude daran haben, ohne dass es zu viel wirkt, finde ich. Siehst du das auch so, dass da so viel Spaß und Freude am Darstellen im Hintergrund ist bei Never Inland?
Ja, das sehe ich auch so. Ich hatte auch mal eine frühere Schnittversion des Filmes gesehen. Der war etwas länger und da war das Element des darstellenden Spiels noch wesentlich mehr. Also da gab es wirklich ein kleines Theaterstück. Das wurde rausgeschnitten und der Film ist jetzt wesentlich kürzer und auch wesentlich konkreter. Aber diese Spielfreude dieser Männer ist noch da. Und auch diese Lebensfreude, dieses Ankommen wollen in diesem neuen Land, dieses Dazugehören wollen und sich irgendwie zu integrieren, no matter what. Und der eine übernimmt eben eine andere Rolle und erzählt, dass er aus einem anderen Land kommt. Und ich finde, das kritisiert auch sehr unsere Gesellschaft, was sein Kollege jetzt da gesagt hat, gute Ausländer und schlechte Ausländer, das trifft mich sehr, weil das macht mich traurig. Und zu sehen, wie diese vier Männer versuchen, in diesem Österreich anzukommen, in diesem Never In Land, was der Titel auch schon sagt, eben als Parallele gezogen zu der Geschichte von Peter Pan, Neverland, dieser Wunsch, in diesem Land anzukommen, der aber so nicht stattfinden wird oder auch stattfinden kann. Und das berührt mich sehr. Ja, ich glaube, diese Faszination des Films ist eben auch genau diese Balance, die gelingt, dass man so diese Darstellung erlebt und es gleichzeitig aber auch handwerklich wirklich sehr gut filmisch erzählt wird und also ganz die filmischen Mittel wie die Kamera, die Bildgestaltung etc. Es sind wirklich, weiß ich nicht, Kino-Filmfiguren, die sie da sind. Und daher kommt diese Faszination, diese Kraft, die dahinter steckt, finde ich. Ja, und auch die Kraft des Traums, wirklich seinen Traum zu verwirklichen, sein Ziel zu schaffen. Und das nimmt einen so mit, weil man sich da auch so wiedergespiegelt fühlt. Jeder Mensch hat einen Traum und der Film fängt wunderbar diese freudige Energie ein, das zu schaffen sozusagen. Und das finde ich sehr gut. Das ist noch eine weitere Verbindung, die zu Me, Myself, Andy dann, die mir jetzt gerade mir auffällt, dass jeder seinen Traum hat und seine Ziele hat. Das ist der zweite Film in diesem Programm. Da geht es erstmal, wie schon gesagt, eigentlich um ganz andere Lebenswirklichkeiten, weil es einfach eine andere Situation ist, in der die Figuren sind. Auch hier geht es ums Präsentieren, um sich selbst präsentieren, um sich auch das Verfremden oder das Bild, das man nach außen hin gibt und das, was man, die innere und äußere Wahrnehmung, wie sie miteinander korrespondieren und wie man mit dem Wahren sozusagen, mit dem Wahren arbeitet. Weil das ja wahrscheinlich jetzt für jemanden, der das hört, unklar ist, wovon sprechen die da, kannst du das versuchen einzuordnen, was für eine Art von Film das ist? Also dokumentarisch, Improvisation, Videotagebuch, wie kann man das beschreiben? Also was du schon sagst, es ist irgendwie ein bisschen von allem. Ich glaube, angefangen hat der Film eben als Dokumentarfilm und dann wurden geschriebene Szenen mit rein verwoben und dann kam es auch immer mehr zu einem Element des Fakes sozusagen. Und ich glaube, das spiegelt auch sehr das heutige Treiben auf den Social-Media-Plattformen wieder. Was bin ich im realen Leben? Was ist das, was ich darstellen möchte? Und was für eine Fake-Performance von mir präsentiere ich eigentlich in Social Media? Und ich glaube, wenn man so ein Social Media Tagebuch macht oder dass man da ganz schnell in den formalen Grenzen verschwimmt und auch durchaus in sich selber vielleicht auch mal kurz sich verliert und nicht mehr ganz genau spüren kann, wer bin ich, wo stehe ich eigentlich gerade und was möchte ich zeigen. Für mich ist der Film ein Generationsstück sozusagen über die Generation, so ein Übergang zwischen Y und Z. Weil die Social-Media-Präsenz für diese Generation einfach schon total wichtig ist, was jetzt für uns tatsächlich so noch nicht so relevant war. Und das zeigt auch diese Verlorenheit, diesen Hedonismus, dieses, was möchte ich eigentlich in meinem Leben, wo gehöre ich dazu, was ist schnell, was ist langsam, wie viel Mühe, Arbeit muss ich eigentlich in was reinstecken, damit es mir auch gelingt, so. Ja, okay. Ich finde den Film dennoch sehr positiv und ich sehe mich trotz allem wieder und ich erkenne auch sehr viele Freunde von mir wieder, denen das irgendwie ähnlich geht und das mag ich an dem Film so gerne, weil er mich sozusagen ins Kino einlädt, aber trotzdem in meiner Welt mit reinnimmt und diese Lebensfreude schier von der Leinwand springt und diese Lebendigkeit aller Figuren, auch in ihrer Krise und in ihrem Verlorensein, aber es ist einfach... Es erinnert mich so ein bisschen an vor Corona und an einfach Leben. Und das tut mir wahnsinnig gut an dem Film. Absolut. Wir haben beim Sichten das oft als Instagram-Stil bezeichnet, das natürlich nur ein Mini-Aspekt des Ganzen ist. Aber ich glaube, so wie ich gerade versucht habe,
es irgendwie in Schubladen zu kriegen, also zumindest es zu verstehen, ist vielleicht auch ein Zeichen der jüngeren Generationen, dass denen das sozusagen, salopp gesagt, wurscht ist, ob es jetzt, also es geht um die Geschichte, es geht ums Präsentieren, es geht um die Figuren. Das muss nicht unbedingt positiv sein, dass man diese Grenzen nicht mehr hat. Aber ob die Person jetzt echt ist oder wie sehr sie sich erfunden hat, das macht natürlich auch viele Probleme. Aber ich glaube, so ist die Wahrnehmung von jungen Leuten von Geschichten oder von Schauspiel oder von der Trennung zwischen Erfundenem und Echtem, bei Influencern etc. Ne? Also, ich denke, was einen wirklich beschäftigt, das wird immer real bleiben, egal wie sehr man versucht, es zu verstecken. Und das scheint immer durch. Und das finde ich an diesem Film so gut, dass dieser innere Kern von Andy immer irgendwie durchleuchtet. Egal, ob das jetzt ein Fake-Moment ist oder ein sehr realer Moment. Aber diesen Bogen schafft der Film immer. Und deswegen berührt er mich auch durchgehend, weil ich mit ihr eben mitgehe. Emotional auch. Mhm. Genau, also haben wir zwei Filme, die auf ihre Art jeweils mit dem Präsentieren und mit dem Rollen, mit dem Verschwimmen von Figuren und Rollenspiel arbeiten. Das ist wirklich ein faszinierender Block mit zwei Filmen. Die anderen Blöcke haben jeweils drei Filme im Programm. Und jetzt kommen wir zu den Ausschnitten des Programms Nummer 2 und sprechen danach weiter drüber. Wie geht's dir so, Lin? Gehst du auch manchmal in die Disco? Okay, Oma, na. Wir gehen manchmal in Bars oder so. Also wir sind früher immer tanzen gegangen. Ins Wirtshaus. Da haben der Opa und ich uns kennengelernt. Mhm. Hast du schon mal jemanden getroffen in der Bar? Das ist jetzt nicht mehr so. Wir lassen du dich nicht zum Tanzen auffordern? Nein, das ist jetzt anders. Wir werden ja nicht mehr eingeladen. Ach so? Na, dann zahlst du jetzt alles selber. Ach so? Okay. Was? Du hörst da. Hallo? Wir müssen uns einfach beeilen, okay? Na was? Die Wohnung läuft schon nicht weg. Ist auch viel zu weit draußen. Gemütlich ist ja auch nicht. Ja, das komm, ist mir komm. Scheißegal, ob das gemütlich ist. Sorry. Sorry, okay? Aber du verstehst schon, dass du nicht mehr bei uns wohnen kannst, oder? Was? Nach dem bisschen Stunk gestern, das war doch mal normal. Nee, bei uns ist das nicht normal. Da kannst du nicht einfach die Leute anpöbeln. Na, jetzt richte ich aber künstlich auf. Erst sagst du mir, keine Männer erlaubt, und dann sehe ich da plötzlich welche. Da werde ich aber noch was sagen dürfen. Okay, noch mal ganz einfach. Und nur für dich, ja? Viele Leute, wie Swazi, die wollen weder als Mann noch als Frau eingeordnet werden. Okay? Und wenn du bei uns als Mann wahrnimmst, den hättest du früher vermutlich für eine Frau gehalten oder das sind Frauen, okay? Im Programm 2 laufen drei Filme, nämlich Matratzen, Brise und Störenfrieda, wie wir gerade gesehen haben. Und in dem Matratzen-Regie-Kommentar des Regisseurs heißt es, dass wir in einer Zeit leben, sinngemäß, in der wir uns verstecken wollen, weil uns das echte Leben über den Kopf gewachsen ist. Das kennen wir alle in verschiedenen Lebenssituationen, aber ich finde, es ist eine sehr gute Beschreibung dessen, worin wir uns gerade befinden in den letzten Jahren, letzten beiden Jahren leider schon, weil der Film eine sehr gute Variation von allen Corona-Geschichten und Gefühlen darstellt, die wir kennen, also diese innere Ausbremsung. Gleichzeitig wollen wir aber irgendwie aktiv sein. Also der Film macht sehr viel bei mir auf, was das angeht. Was empfindest du bei diesem Film? Ja, also ich musste auch an Corona denken und an meinen eigenen Wunsch, mich abzukapseln. Auch nach der ersten Welle, als ich das erste Mal auf der Straße war, war mir das alles viel zu viel. Viel zu viele Eindrücke und ich wollte einfach nur noch wieder nach Hause
und mich auch hinlegen. Deswegen kann ich den Hauptdarsteller sehr gut verstehen. Und ich finde vor allem wunderbar, wie der Film mit ganz viel feinem Humor diesen Charakter zeichnet, in seiner Psychologie, aber auch in seinem Mut weiterzumachen, in diesen kleinen Momenten, wenn der Lieferant der Matratzen kommt, wenn er wieder entscheidet, ach, die passt doch nicht. Also dieses Symbol der Matratze für dieses, mein Leben passt einfach noch nicht. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin möchte. Und auch der Name der Hauptfigur, Leutnant, da musste ich kurz mal dran denken, hat er vielleicht ein Trauma erfahren, mit dem er eben noch nicht klarkommt. Und diese eine wunderbare Szene, wo mit ihm auf Koreanisch geredet wird und er einfach nur guckt, weil er nichts versteht, spiegelt für mich auch so ein bisschen diesen ganzen Film wieder. Humorvoll, fein gezeichnet, sehr tiefenpsychologisch und einfach so ein bisschen, ich bin verloren. Aber wo ist der Weg? Und den, finde ich, sucht er auch mit Mut. Genau, der Film hat eben auch bei aller Tiefe sehr viel Humor, die fast schon eben loriothaft in manchen Momenten wirkt. Das ist wirklich elegant und wunderbar. Die nächsten beiden Filme in diesem Block sind beides Familienfilme, sage ich jetzt mal ganz frech, denn sie handeln davon, was Familie ist, finde ich zumindest, nämlich etwas, was man einfach nicht mehr los wird, was man hat. In beiden Fällen prallen Welten innerhalb von Familien aufeinander. In einem Fall taucht ein Vater überraschend bei seiner Tochter auf und die beiden Leben könnten erstmal vordergründig nicht unterschiedlicher sein. Im anderen Fall ist eine junge Frau bei ihrer Oma in Österreich und man hat so dieses typische familiäre Sprechen, dass man eigentlich sich austauscht, aber dann doch wieder zurückspringt, weil man nicht zu viel von sich verraten will, aber man weiß eigentlich, die andere Person kennt mich dann eben doch in anderen Zusammenhängen, weil wir Familie sind. Wie würdest du denn so die Atmosphäre in Brise, in dem zweiten Film des Programms, beschreiben und die Stimmung? Die Stimmung ist sehr intim. Ich gehe mit Flora in diese Familie rein. Sie kommt von ihrem Studium mit ihrem Architekturmodell da an und keiner nimmt sie so richtig wahr in dem, was sie eigentlich studiert und tut. Und sie muss funktionieren. Die Mutter hat Geburtstag, die Oma hilft und Flora muss sich da so einfinden und versuchen, alles Studium, Familie, Geschwister, alles unter einen Hut zu bringen. Und dieser Druck, der da in ihr ausgelöst wird, dieses einfache Fließbandfunktionieren von Situation zu springen, weil irgendwelche Familienmitglieder was von ihr wollen, das wird sehr intim dargestellt und durch diese wunderbare Kamera, die ganz oft mit Close-ups arbeitet und mir Ausschnitte liefert, sehe ich ganz schön über Augenspiel oder über Blicke, wie Flora sich tatsächlich fühlt und was sie denkt. Und dadurch werde ich als Zuschauerin sehr in den Film mit reingenommen und bin schon fast mit denen in der Familie und kann das wunderbar emotional nachvollziehen. Und diese Familie will immer auch etwas von ihr, ne? Sie muss immer etwas tun, sie muss den Bruder abholen morgens etc. Man merkt diese Erschöpfung dem Film an, richtig? Ja, genau. Und der Film findet auch nicht nur Close-ups von Menschen, sondern auch von Dingen, wie zum Beispiel dem Architekturmodell oder Badelatschen, in die Flora nachts um 5:30 morgens reinschlüpft. Und die Art und Weise, wie diese Dinge benutzt werden, zeigt mir auch schon, wie es den Figuren geht. Und das finde ich ganz toll gelöst und sehr interessant bildtechnisch auch. Absolut. Und der dritte Film in diesem Programm, Störenfrieda, ist auch wieder ein Film über einen Clash innerhalb einer Familie, wie schon gesagt. Und der handelt aber vor allem von dem Problem, was ich sehe, was wir haben, nämlich eines der Probleme, die wir haben, nämlich, dass wir uns so unversöhnlich begegnen sehr oft, weil wir oft in unserer Gesellschaft, in unserer Bubble sind und nur noch unsere eigene Wahrheit oder unsere eigenen Wichtigkeiten voranstellen und es schwierig ist, dem anderen zuzuhören, wirklich auch die andere Sicht zu erkennen. Es geht vordergründig um einen alten weißen Mann, der bei seiner Tochter, die eine Flintkneipe, eine queere Kneipe im Ruhrgebiet führt, quasi crasht. Aber es geht um viel mehr. Es geht um beide Seiten. Es geht um Vorurteile, wie miteinander umgehen. Es ist ein unglaubliches Filmerlebnis, dieser Film. Und wie macht er das? Wie würdest du das erklären, beschreiben? Ja, also Brise, finde ich, geht von innen nach außen und Störenfrieda kommt von außen und geht nach innen. Also was du schon sagst, diese Flintkneipe, die ist eben ein Schutzraum für eine queere Community im Ruhrpott. Und da kommt dieser Vater von außen an, der Bergbauarbeiter, mit seinen alten Ansichten und versteht überhaupt nicht,
um was es da geht. Da geht es um Gendern, da geht es um neue Ausdrücke von Diversität, da geht es um sein Dürfen. Und der Vater, der will das alles in Schubladen stecken und versteht diese junge Generation nicht und will sie irgendwie auch nicht verstehen. Und dadurch baut sich eben auch dieser wunderbare Humor auf, weil man sich selber auch wiedererkennt. Also ich werde auch öfter von jungen Kolleginnen lerne ich ganz viel, was der neue Diversitätsbegriff ist, und ich wiederum trage das dann weiter an meine eigene Großmutter oder an meinen Vater. Und ich finde, der Film fördert ganz stark den Austausch, der in der Gesellschaft im Moment stattfindet, aber eben noch viel mehr stattfinden müsste, weil viele Leute, einfach ältere Menschen, auch keine Lust haben, sich auf dieses Neue einzulassen. Es ist ihnen zu kompliziert und sie wollen es nicht verstehen. Und dadurch kommt es eben auch zu diesem Clash in dem Film, und der spiegelt eben so ein bisschen den Generationenclash für mich in der Gesellschaft auch wieder. Und für mich ist der Film wahnsinnig am Puls der Zeit, und zudem ist er eben so eine Kritik ins Gesicht der Zuschauer, aber voller Humor und voller Frauenpower, gleichzeitig voller einfühlsamen Verständnis für die queere Szene, aber auch für den Vater. Und er macht so ein bisschen Luft und ist einfach schlichtweg ein Powerfilm, Frauenpowerfilm, voller Humor und sehr gut gelungen, finde ich. Genau, und wie alle Filme dieses Blogs, finde ich, hat er sehr viel Liebe für die Figuren, sehr liebevoll, sehr präzisiert werden die geschrieben und erzählt. Schön, dann kommen wir jetzt zum Blog Nummer 3, zum Programm Nummer 3, und schauen uns da Ausschnitte an. Du hast schon wieder vergessen, die Pflanzen zum Gießen. Ja, mach ich dann. Du musst es machen, es ist viel zu heiß. Doch keine Regeln, drum wickst du nur. Und ein, zwei Mal im Jahr, da lässt das sie ja Ruhe. Er ist vom Land, er ist vom Land. Hat große Pappen, ein kleiner Verstand. Er kann halt nicht, so wie er will. Drum gibt der Gas, drum haut er hin. Er ist vom Land und so viel blöd. Er ist so blöd, das gibt's ja gar nicht. Ja, olmaz da. Çünkü anan çok değerli bir insan, Osmanlı bir kadın. Kendi her şeyini yani biliyor. İşini, gücünü kendi muhafaza edebiliyor. Aynen. O yüzden boş ver ya. Ya. Yeah. Ne yapmak istiyorsa yapsın. İşte kafama takıldı bir sefer. Yok yok, yapmaz. Yapsın. Hani sen izin verirsen. Veririm. Valla zordur işte hayat. Hayat zor. Ortada çocuklar yazık olur. Çocuklar ne kadar da tamam karşı çıkmasınlar, üzülüyorlar. Bayağı zor günleri geçiriyorlar. Şimdi hep böyle olmuş. Was? Im Stiegenhaus ist auch kein Licht. Was ist denn da? Oh, Vincent. Hallo. 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 Was ist denn Strom Ja, alles ist lahmgelegt. Vincent mit seinem Mixer. Ja, ich wusste nie, gell? Dann kannst du wieder anmachen. Leider nicht. Ganz schick gemacht. Ihr hattet übrigens den Aufzug. Sagst du jetzt? Aufzug? Ja, also jetzt nicht, aber die sind vorige Woche fertig geworden. Also wir haben jetzt einen Aufzug. Hallo Barbara, Konrad hier. Ich hab dich gerade lachen gehört, also ich glaube, das war dein Lacher. Ich stecke im Aufzug fest. Hier im Haus. Also ich bin da. Ich bin schon da. Im Programm 3 zeigen wir Steh auf, du Sau, alle glauben fest daran und Stockfinster. Und die ersten beiden, Steh auf, du Sau und alle glauben fest daran, das sind beides Filme von Männern in der Krise. Einmal eine Coming-of-Age-Geschichte, wo jemand wirklich als Erfahrungsreise dabei ist und nicht wirklich dazugehört, wo er eigentlich ist und nicht genau weiß, woran es liegt, dass er nicht da ist, wo er sein soll, und das in diesem Film eben nach und nach vermeintlich entdeckt. Und das andere ist so eine Art Erfahrungsreise eines türkischstämmigen Mannes, der nach Hause kommt und auch da nicht weiß, wo er hingehört, und das auch
versucht zu verstehen und auch seinen Weg versucht zu finden. Bei Steh auf, du Sau, finde ich es toll, dass es so unaufgeregt, aber gleichzeitig so roh und direkt quasi auf die 12 erzählt ist immer wieder. Was glaubst du, woran das liegt, was die Stärken des Films ist? Ist das Schauspiel eher oder die Inszenierung? Wie haben die das geschafft? Die Direktheit, finde ich, ist wiederum sehr über die Kamera dargestellt. Also mit dem Hauptdarsteller wird eben was gemacht. Jeder möchte was anderes von ihm. Seine Freundin möchte das von ihm. Seine Mutter stellt sich das für seine Zukunft vor. Sein Vater möchte gerne, dass er Fußballprofi wird. Sein Trainer hat wieder eine andere Ansicht. Und er, finde ich, verliert sich irgendwie so ein bisschen. Alle Figuren leben ihr eigenes Leben und möchten aber was von ihm. Und diesen Anker, diesen Fokus, den der Film dann immer wieder schafft auf das Innenleben vom Hauptdarsteller, den, finde ich, schaffen sie durch den direkten Blick des Hauptdarstellers in die Kamera. Und da kann ich auf einmal erkennen, was ist in ihm wirklich los? Wie geht's ihm wirklich? Wie geht's ihm in Bezug zu seinem besten Freund? Wie geht's ihm in Bezug zu den Dingen, die er möchte, seine Träume und die Dinge, die andere von ihm wollen? Und ich finde, über diese Kamera, auch über die Szene, die wir gerade gesehen haben im Auto, wird das sehr persönlich und nachvollziehbar. Und da werden die SchauspielerInnen richtig festgenagelt auf Momente, wo sie dann auch die Emotionen sichtbar machen können. Genau, alle wollen was von ihm und dem zweiten Film, glauben alle fest daran, alle glauben fest daran. Also es scheint irgendwie, das ist ein faszinierender Titel, finde ich, ein guter Titel, weil er beschreibt schon ziemlich mit offenen Fragen, was der Film mit uns machen kann. Ich finde ihn vor allem auch gut, weil er fast schon ulkig unbeholfen zwischendurch wirkt, in diesem lakonischen Versuch, irgendwo zuzugehören. Dieser Mann sitzt da mit Leuten und versucht mit seiner Familie, mit seiner Herkunft und versucht zu verstehen, warum er sich nicht an der richtigen Stelle fühlt. Es hat vor allem was mit dem Rhythmus zu tun, finde ich. Und in dem Fall würde ich sagen, ist es ein gutes Beispiel für das, was dieses Format, mittellanger Film, wenn man es so nennen darf, für eine Stärke hat. Siehst du das auch so? Ja, ich finde, der ist auch anders aufgebaut. Also er ist schon fast in Episoden aufgebaut, finde ich. Jeder Mensch, der dem Hauptcharakter begegnet, erzählt ihm eine Geschichte, und zwar seine Geschichte, und er hört einfach nur zu. Er ist wie so ein stiller Zuhörer, der einfach von Geschichte zu Geschichte geht und uns mitnimmt. Und in einem Moment erzählt er eben selber auch eine Geschichte. Die Geschichten sind alle sehr symbolhaft. Teilweise wirken sie sehr dokumentarisch, und dadurch, dass aber, ich denke zum Beispiel, die Tante ist meiner Meinung nach fast eine dokumentarische Figur. Sie erzählt aber eine Geschichte, und dadurch wird es für mich zur Fiktion. Und da sind auch die Grenzen wieder sehr schön sichtbar, was man auch in einem mittellangen Film wunderbar machen kann. Absolut. Und der dritte Film, Stockfinster, ist dann auch wieder episodisch, ist vor allem ist in Schwarz-Weiß, ist auch etwas, was die Stärken dieses mittellangen Formats nutzt, weil er eben diese Episoden aneinander bauen kann. Aber auch das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn da muss auch der Rhythmus stimmen. Es sind verschiedene Geschichten, die innerhalb eines Hauses spielen. Und mich macht der Film irgendwie unruhig, weil ich da auch sehr viel entdecke, was gerade passiert. Also sehr viel ähnlich wieder vielleicht zu den Sachen, die wir vorhin besprochen haben, dass wir in unserer Bubble sind und dass wir unsere Wahrheiten haben. Und dass dann alle gemeinsam etwas erleben, eine Katastrophe erleben, wie wir alle gemeinsam diese Corona-Pandemie erleben, aber jeder seinen eigenen Weg sucht, damit klarzukommen. Wie kannst du die Dramaturgie oder die Erzählweise dieses Films ein bisschen näher erläutern, wie uns diese Geschichten erzählt werden? Also es ist ja ein Abschlussfilm des Schauspieljahrgangs der Musik- und Kunstuniversität in Wien, und dadurch ist natürlich auch der Fokus sehr auf der Art und Weise, wie gespielt wird, und auf den verschiedenen Episoden, wie sie ineinander verwoben sind. Und das haben Drehbuchautorin und Regisseurin gut hinbekommen, finde ich, im Zusammenspiel mit den SchauspielerInnen da eine gute Geschichte zu erzählen, die eben allen gleichen Fokus gibt. Und auch die Entscheidung, das schwarz-weiß zu machen, weil der Strom ausgefallen ist, gefällt mir sehr gut als stilistisches Mittel. Und diese Episoden, die verweben sich immer mehr. Und
Es hat einen wunderbaren Humor, eben diese Einblicke in die verschiedenen Welten in diesem Haus darzustellen. Was machen die einzelnen Menschen oder auch kleinen Gruppen, wenn der Strom ausfällt? Was passieren da für Gedanken? Und die Gedanken, finde ich, sind wahnsinnig reflektiv auf die aktuelle Corona-Pandemie. Jeder weiß es am besten. Jeder hat den richtigen Weg. Es werden Verschwörungstheorien aufgemacht. Menschen gehen irgendwie in dem Haus im Keller fast schon verloren in ihren Gedanken. Andere entwickeln sich emotional weiter, wandern über eine Beziehung raus, haben die Nase voll. Und ich finde, das spiegelt sehr eben diese ganzen Gedankenströme, die jetzt auch aufeinandertreffen und kollabieren in dieser Corona-Pandemie wieder. Ja. Ein richtiger Hotspot von Gefühlen und deren Explosionen. Genau, er trifft sehr genau. Damit kommen wir schon zum Programm Nummer 4, auch wieder mit 3 Filmen. Bitteschön. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Probleme. Wenn du Probleme hast, machst du das dann mit dir selber aus oder kannst du dann mit deinem Partner darüber sprechen? Ich habe keinen Partner. Halt, also deinen vorigen Partner. Also ich hatte eigentlich noch nie einen Partner. Also so richtig, dass man jetzt sagt, man wäre zusammen. Was heißt so richtig? Ja, ich fand schon öfters jemanden gut, aber da ist jetzt nie eine Beziehung draus geworden. Hast du das Gefühl, dass was mit dir nicht stimmt? Nee. Eigentlich nicht. Meine Mutter hat meinen Vater auch erst mit Ende 20 kennengelernt und die sind sehr glücklich. Also, kommt schon noch. Was kommt da schon noch? Die 3 Filme dieses Programms sind Unter der Welle, Spit und Mare. Der erste Film Unter der Welle, da könnte man jetzt sagen, das, was wir gerade besprochen haben, dass man sich, jeder sich in seiner Bubble befindet, immer wieder bei Filmen, dass sich das durchzieht als Thema, dass Unter der Welle dann so ein bisschen der Versuch ist, das zu therapieren, das zu heilen, der aber dann auch irgendwie schief geht. Denn hier ist auch wieder eine weibliche Protagonistin, eine starke Figur, die vermeintlich in einer abgeschlossenen System, bei einem Motivationsretreat steckt, das aber eigentlich eher voller Peinlichkeiten ist für sie und für die anderen und dann die Wahrheiten so nach und nach zutage treten. Und ich finde vor allem das Ensemble, dieses Team, also diese Geschichte handelt von einem Team, das sich zurückzieht in einem Motivationsretreat mit einer Therapeutin. Dieses Ensemble ist großartig zusammengestellt und spielt auch mit unglaublichem
unglaublich gut im Timing etc. Wie findest du die? Ja, also ich finde das Schauspiel auch sehr, sehr gut, auch in den feinen Zwischentönen. Man kann das psychologisch wunderbar nachvollziehen. Ein ganz großartiger Ensemblefilm. Ich kenne solche Coaching-Situationen als Coach und auch als Teilnehmer. Ich finde es einerseits gut, sich zu offenbaren, und ich finde, der Gesellschaft fehlt es auch ein bisschen, die Ehrlichkeit zu sagen, ich bin verletzlich, einfach dieses ehrliche Ich sein dürfen, seine negativen Seiten auch mit anzunehmen. Das ist durch diese Social-Media-Sache noch viel krasser geworden, dieser Hype perfekt zu sein, dieser Hype dazu zu passen. Und ich finde, das bricht dieser Film so ein bisschen auf, dass Leute sich offenbaren und sich verletzlich, vulnerable zeigen und trotzdem an Stärke gewinnen. Ich finde, das kann es in der Gesellschaft noch mehr brauchen. Aber ich liebe auch die Kritik an dem Film, dass man sagt, wieso darf ich nicht einfach mal normal sein? Wieso muss ich immer irgendwas machen müssen? Und das stellt Sidonie wunderbar her in ihrem inneren Konflikt. Dieses machen müssen, sonst bin ich ausgegrenzt. Und das hat mich auch sehr mitgenommen, ihre Ausgrenzung. Und diesen Versuch, das zu verstehen, was passiert da mit mir, was passiert mit den anderen, warum muss ich das müssen? Absolut. Und damit spannt er auch einen interessanten Bogen zu Spit eigentlich, wenn man davon spricht, das sein zu wollen, das zu verstehen, was einen umtreibt, was man ist, was man erlebt, wo man sich positioniert. Spit ist ein faszinierender Film. Für mich ist er auch kompliziert als Zuschauer, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Also positiv gemeint. Der wirkt auch unglaublich lange nach. Wir erleben eine Frau, die sich auch sozusagen aktiv ja auch wehrt gegen das, was sie erlebt, was ihre Leidenschaften sind oder ihre Erlebnisse. Und wie würdest du denn vielleicht die Situation dieser Hauptfigur beschreiben, die wir da, wir springen ja in diesen Film hinein, sind bei dieser Person, und ich als Zuschauer musste dann die ganze Zeit verstehen oder wollte verstehen, was hier los ist. Wie beschreibst du die Figur? Ich finde, das ganze Programm beschäftigt sich ja mit Psychologie. Einmal mit der Psychologie der Gruppe, hier bei Spit mit der Psychologie der Figur selber, also der inneren Psychologie, und bei Meere mit der Psychologie der Tochter, die sich eben eine Angstvorstellung einbildet. Bei Spit finde ich diese sensible Darstellung von beiden Schauspielern super gut. Es ist ein Film, der zeigt für mich eine Vermischung von Genuss und Gewalt. Das ist ein Balanceakt. Was darf ich mir wünschen in meinen sexuellen Wunschvorstellungen, und was passt aber nicht in die Gesellschaft rein? Wird es angenommen durch andere? Wird es durch mich selber angenommen? Und dieser Film wandert ständig auf diesem Grat, wo ich als Zuschauerin mir denke, ist das jetzt gut oder ist das abstoßend für mich? Und ich finde, der findet eine ganz tolle Linie, die mich ständig hoch und runter mitnimmt und wo ich mir nie sicher bin. Aber gleichzeitig spielen beide Hauptfiguren so sensibel und wunderbar, dass keiner von beiden jemals verraten wird in den verborgenen Wünschen. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Ja, du hast schon angedeutet, mit Meere, der dritte Film in dem Programm, auch wieder etwas, was sich mit der Psychologie beschäftigt. Und vor allem, was ich daran sehr mag, ist, dass er mit diesem kindlichen Urangst, dieser kindlichen Urangst spielt, dass es etwas Gruseliges gibt, etwas, was wir auch als Erwachsene, glaube ich, immer noch gerne weitertragen. Das ist da doch irgendwas, das Gruselige, was ich mir eigentlich erklären kann, das Paranormale, wie auch immer, dass es vielleicht doch existiert. Dass man da immer an dieser Grenze ist, dass man eigentlich gesagt bekommt, das gibt es nicht, aber in Wahrheit dann doch vielleicht, weil man als Kind das sich vorstellen kann. Es ist also, wie man schon merkt, ein Genrefilm. Davon gibt es immer nicht so unglaublich viele in so einem Programm. Wie findest du, dass dieses Genre gelungen ist, handwerklich? Ich finde, es ist sehr gut gelungen, unter anderem auch durch den Einsatz von Ton.
Bei Spit zum Beispiel ist der Ton sehr intim, sehr still und man hört ganz viel Schmatzen, was mich berührt. Bei Meere ist der Ton manchmal sehr laut. Das kommt durch das Umfeld, wo der Film spielt. Da ist ein Kraftwerk, was laute Töne von sich gibt und was immer wieder in diese großen Bilder, die teilweise auch gezeigt werden, reindringt und mir dann aber wiederum die innere Psychologie des Kindes aufzeigt, zusammen mit der großen Kamera, die teilweise auch dann minutiös klein werden kann, wenn sie zum Beispiel typische Horrorelemente von die Tür geht auf oder ich sehe Füße, die langsam aufs Bett zu wandern und sich komisch drehen oder so verbindet. Also der Film schafft mit stilistischen Mitteln und dann eben auch mit der Platzierung der Schauspieler und der Art, wie gespielt wird, sehr, sehr gut die Elemente von Thriller und Horror oder Psychothriller und Horror zu verbinden. Mit einer unglaublich guten jungen Hauptdarstellerin. Ja. Mit denen, also das ist ja auch wunderbar, dass das einfach funktioniert, dass man dieses Genre so erzählen kann mit dieser schauspielerischen Leistung. Ich finde alle drei Darstellerinnen, die Mutter sowie die beiden Freundinnen, spielen sehr gut zusammen und machen das sehr, sehr gut. So. Man sieht also, der mittellange Film ist eben so wunderbar weit gefächert möglich, dass wir da auch so ein präzises, tolles Genrestück im Programm haben. Damit haben wir die Programme auch schon abgedeckt und beschrieben. Insgesamt sind es also 11 Stück, 11 Filme in insgesamt 4 Blöcken, einmal 2 Filme, dreimal 3 Filme, die immer jeden Tag ab 15 Uhr in den Kinos zu sehen sein werden und auch eben im Online-Angebot. Vielleicht lasst uns doch noch mal darüber sprechen kurz, was wir vorhin schon angedeutet haben, was man auch, glaube ich, im Gespräch jetzt gemerkt hat, gesamt, dass uns beide die schauspielerischen Leistungen in diesem Jahr besonders begeistert haben, weil wahrscheinlich dieses Format dieser Art so viel Raum gibt. Richtig? Also im mittellanger Film haben SchauspielerInnen natürlich mehr Raum als jetzt zum Beispiel im Kurzfilm, wo eine Charakterentwicklung manchmal gar nicht möglich ist. Ne? Und das vielleicht ist es auch Corona-bedingt, dass man jetzt eben noch vermehrt auf psychologische Entwicklung geachtet hat, auf vielleicht explizites Drehbuchschreiben, dass man Situationen sich Zeit genommen hat, Situationen wesentlich besser nachzuvollziehen. Durch die Bank weg finde ich auch das Schauspiel im Wettbewerb mittellanger Film in diesem Jahr sehr gut. Absolut. Dafür gibt es auch den Preis für den besten Schauspielnachwuchs. Das werden 2 Preise vergeben und auch generell den Preis der beste mittellange Film. Dafür gibt es den Publikumspreis, aber eben auch eine Jury, die wir auch gleich noch vorstellen werden, ganz kurz. Aber bevor wir das tun, sage ich vielen, vielen Dank an dich, Andrea, erstmal. Schöne Grüße nach Berlin. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Filme zu sprechen und sie auszuwählen. Und ich hoffe, dir auch. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und ich wünsche euch ein wunderbares Festival. Aus Berlin werde ich natürlich alle Filme gucken, als Online-Akkreditierte. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Andrea Schwemmer. Tschüss. Und wie schon angedeutet, würde ich Ihnen gerne noch die Jurys vorstellen. Einmal in der mittellangen, die den besten mittellangen Preis Film auswählen, die den Preis für den besten mittellangen Film vergeben. Das sind Luise Helm, Ivan Madeo und Elisa Misto. Und die beiden Preise für den besten Schauspielnachwuchs, die werden aus den Programmen des mittellangen Films, aber auch des Spielfilms gespeist. Da sind die Jurymitglieder Ute Bergin, Tim Garde und Martina Pöhl. So, das war der 4. Tag der Blauen Woche. Sie können wie immer alle Informationen zum Ticketkauf, zum Programm auf der Webseite ffmob.de entdecken. Da gibt es auch das digitale Festivalmagazin. Und alles weitere zu den Programmen. Wir haben auch während des Festivals Filmgespräche, Online-Filmgespräche zu den einzelnen Filmen, wo Sie noch mal mehr erfahren können und die Filmemacherinnen kennenlernen können. Auch den Festivalfunk gibt es wieder, wo Sie konkret jeden Tag eine Sendung erleben können während des Festivals und die Filmemacherinnen kennenlernen können und das Programm noch mal genauer untersuchen können. Morgen geht es hier weiter mit Svenja Böttger und Hannes Wesselkemper, die über das Kurzfilmprogramm sprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.